Er kam, sah und schien zu siegen. Der weiße Ritter Nikolaus Berggruen ließ sich 2010 feiern als menschenfreundlicher Retter des Karstadt-Konzerns, als der im Insolvenzelend unterzugehen drohte. 25.000 Beschäftigte dankten es ihm und verzichteten auf Lohn. Seither warten alle auf sein Kunststück, der Warenhauskette neues Leben einzuhauchen. Doch unsere Autoren Lutz Ackermann und Christian Esser haben nach ihren Recherchen da so ihre Zweifel. Was also taugt der hochgelobte Superkuh des Nikolaus Berggruen? Juni 2010. Der Milliardär Nikolaus Berggruen präsentiert sich als der Retter von Karstadt. 25.000 Mitarbeiter sind erleichtert. Uns geht's gut. Ja. Ja, sehr gut. Echt happy. Wir sind total glücklich. Wir sind mit Kloß im Hals, mit Tränen in den Augen. Kann man nicht beschreiben. Die deutsche Presse feiert ihn als eine Art Heilsbringer. Nikolaus Berggruen gilt als Menschenfreund, als sozialer Ausnahmeinvestor. Der Milliardär hat keinen festen Wohnsitz, lebt nur in Hotels. Geboren in Paris als Sohn eines deutschen Kunstsammlers. September 2010 in der Essener Karstadt-Zentrale. Berggruen verspricht, seine Strategie bei Karstadt sei langfristig angelegt. Er werde keinen Mitarbeiter entlassen. Dafür verzichten die vorübergehend auf Lohn. Seinen Führungskräften macht er Mut. Auf Deutsch. Ihr seid stark. Mit dieser Gruppe von Leuten, glaube ich, können wir nur stärker in die Zukunft kommen. Vielen Dank. Wir wollen wissen, wie sich die Stimmung im Konzern entwickelt, nachdem die Euphorie der Berggruen-Übernahme vorbei ist. Rolf Stenzel war Gesamtbetriebsrat bei Karstadt. Inzwischen ist er in Altersteilzeit. Vor 44 Jahren fing er als Dekorateur bei Karstadt in Hannover an. Er wurde für viele Kollegen zur Vertrauensperson. Stenzel kennt die Stimmung im Konzern. So bekam er mit, wie die große Begeisterung nach der Übernahme durch die Berggruen-Leute schnell wieder verflog. Ich habe auch oft den Eindruck in den Diskussionen, die ich noch führen konnte, die verstehen auch recht wenig vom Tagesgeschäft in den Filialen. Die umfassende Warenhausstrategie steht bis heute aus. Tatsächlich wurde der Karstadt-Konzern bereits ein Jahr später aufgespalten. Denn von der breiten Öffentlichkeit fast unbemerkt schaffte Berggruen für Karstadt neue Fakten. Die wertvollen Premiumhäuser wie das KDW in Berlin und die Sporthäuser werden von den einfachen Karstadt-Warenhäusern abgetrennt. Das Geschäft lasse sich so besser steuern, sagt Berggruen. Die Filetstücke lassen sich für viel Geld verkaufen, sagen Kritiker. Von dem Kauf bis zur Separierung spricht vieles dafür, dass, wie das ein normales Private-Equity-Unternehmen machen würde, einen Interim-Manager anheuern, der das Unternehmen weiter fit macht, der einen Sparkurs vorantreibt, der probiert, die Vermögenswerte zu mehren, also mehr Werte zu steigern, um das Unternehmen am Ende dann zu veräußern. Nikolaus Berggruen hat Karstadt für 1 Euro gekauft. Für ihn ein Geschäft bislang ohne jedes Risiko. Wie viel Geld haben Sie als Berggruen Holding bisher in Karstadt investiert? Diese Fragen müssen Sie, ich weiß nicht die genauen Zahlen. Ich bin nicht der, der das Operatives führt. Aber Sie können jetzt nicht sagen, wie viel? Ich habe die Antwort nicht. Erstaunlich für einen Eigentümer. Später fragen wir noch einmal nach. Er lässt erklären, die Zahlen seien ein Geschäftsgeheimnis. Johann Rösch sitzt für die Gewerkschaft Verdi im Karstadt-Aufsichtsrat. Lange hat sich Verdi mit Kritik zurückgehalten, doch jetzt will man nicht länger schweigen. Wie viel eigenes Geld hat denn Berggruen bisher in Karstadt investiert? Nach meiner Kenntnis ist das der symbolische Euro für die Übernahme, 5 Millionen Euro für die Namensrechte an den Insolvenzverwalter. Weitere Zahlungen sind bisher nicht erfolgt. Und Karstadt braucht in den nächsten Jahren, wie angekündigt, viel Geld,
um insgesamt die Häuser zu renovieren. Ich habe erhebliche Zweifel, ob das aus dem Cashflow, aus dem operativen Geschäft zu finanzieren ist. Und Herr Berggruen muss aus meiner Sicht endlich auch diesen Beitrag, den er bisher nicht geleistet hat, in das Unternehmen stecken, um Karstadt auf Dauer auch zukunftsfähig zu machen. Vor ein paar Tagen dann schlechte Nachrichten für 2400 Mitarbeiter. Die Multimedia-Abteilungen sollen schließen, die Mitarbeiter der Gastronomie weniger verdienen. Das, was wir zurzeit erleben, ist das Verhalten eines ganz normalen Investors. Und ich kann nicht erkennen, dass die soziale Komponente, mit der er angetreten ist, in dieser Phase jetzt auch noch spürbar ist. Unsere Recherchen führen uns nach Amsterdam. In diesem Haus sitzen die Muttergesellschaften von Karstadt. Sie heißen BH Stores 3 und BH Stores 4. Im Gebäude gegenüber treffen wir den Wirtschaftsjournalisten Siem Eiklenboom. Unter der gleichen Adresse findet man im Handelsregister derzeit 2500 Firmen. Sie haben alle einen Briefkasten da. Eiklenboom fand heraus, dass viele internationale Unternehmen holländische Zwischengesellschaften unterhalten. Oft um Gewinne aus Europa heraus zu transferieren, weitgehend ohne Besteuerung. Wie bei Karstadt wird häufig eine holländische Genossenschaft, eine Kooperative, gegründet. Eiklenboom zeigt uns, wer dahinter steckt. Die Eigentümer sitzen auf den Niederländischen Antillen. Warum das? Steuergründe. Etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen. Von den Niederländischen Antillen führt die Spur am Ende ins Steuerparadies Karibik. Zur Nicolas Berggruen Stiftung auf den British Virgin Islands. Laut Vertrag darf Berggruen in wenigen Monaten Geld aus Karstadt entnehmen oder Teile verkaufen. Gewinne könnten dann steuergünstig in der Karibik landen. Natürlich absolut legal, sagt Lorenz Jarras. Er ist Professor für Steuerrecht. Wir wollen von ihm wissen, warum ein Investor solch eine Firmenstruktur wählt. Die verschachtelten Strukturen werden zum einen gemacht, um Steuern zu sparen, aber vor allen Dingen auch, um Informationen zurückhalten zu können, also in die Transparenz zu verringern. Weshalb gehört Karstadt zu so Zwischengesellschaften, die in Holland gegründet wurden? Warum spielt da Holland so eine Rolle? Weiß ich gar nicht. Ich habe die Strukturen nicht aufgebaut. Das sind unsere Anwälte oder so, die machen das. Das heißt, Sie kennen sich als Eigentümer von Karstadt nicht mit den Eigentümerstrukturen aus? Das überrascht mich ehrlich gesagt jetzt. Ich bin da nicht involviert. In der Regel hat es nur einen einzigen Grund und das heißt Steuervermeidung. Nein. Und es ist auch eine andere Sache. Natürlich, wenn wir am effizientesten sein wie möglich an allen Aspekten, operative, auch legal und auch steuermäßig. Warum machen Sie nicht ein bisschen eine Investigation von anderen großen Firmen in der Welt? Sind alle so. Und er, der Menschenfreund, eben auch. Ganz legal. Image und Wirklichkeit. Bei Nicolas Berggruen wollen sie nicht so recht zueinander passen. Mr. Karstadt, so heißt die Dokumentation unserer Kollegen, die Sie morgen bei ZDF Zoom sehen können. 22:45 Uhr hier im ZDF.